Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute und liebe Freunde, zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Und im Hintergrund könnt ihr sehen, es geht heute um das Duell Mario Visca Powered by Tets Football, Folge Nummer 3. Und ich habe für euch wieder die Highlights zusammengeschnitten. Plus ein kleines Extra habe ich mit eingebaut, weil letztens beim Video viele kommentiert haben, geile Serie, geiles Video, geiles Format. Hat einer kommentiert, bitte blendet doch auch die Teams von deinen Gegnern. Ja! Mein Wunsch in Gottes Ohren, ich habe euch zugehört und ihr wisst, die Mario Army ist meine Familie. Durch eure Kritik, durch euer Feedback werde ich besser. Und diesmal, in dieser Folge und in Zukunft, sind die Teams von meinen Gegnern eingeblendet. Zusätzlich muss ich schon euch ein bisschen warnen, ich habe das erste Mal verloren. Die Bilanz steht aktuell 16:1. Wir mussten das erste Mal Geld überweisen, ob es 100 Euro waren, 30 Euro waren oder eins von den Golden Gold Spielen um 10 Euro. Das müsst ihr selbst heute herausfinden in diesem Video. Ich wünsche euch auf jeden Fall mit dieser Folge viel Spaß. So, da, auf geht's. Wer ist jetzt mein erster Gegner heute? Furkan, herzlichen Glückwunsch, bitte um deine PSN-ID und bitte gib mir kurz Feedback, ob du die Spielregeln kennst für das Memory-Spiel. Der liebe Furkan sagt A und D. Ich bestätige A für Maldini und D für Maldini. Willst du weiterspielen, dann zwei Buchstaben. Willst du aufhören, dann starten wir. Deine Entscheidung. Der liebe Furkan sagt jetzt C und D. Okay, zweite Runde einmal C für Madeus und nochmal D für Madeus. Du kannst jetzt entscheiden, spielen wir schon um 20 Euro eine Halbzeit oder willst du weiter pokern? Eine Halbzeit hättest du jetzt schon mal fix, wenn du aufhörst. Wenn du jetzt auch verlierst, spielen wir nur Golden Gold. Auf jeden Fall danke schon für die 30 Leute, die hier am Start sind. Sogar mehr als 30. Küsse gehen raus, kurz auf die Nuss. Er will weiterspielen und sagt einmal B für Maldini und einmal E für Maldini. Okay. Du kannst jetzt sagen Stopp, dann spielen wir um 30 Euro schon in der ersten Runde eine Halbzeit. Oder du pokerst weiter, hast aber die Gefahr, dass du verlierst und dann müssen wir in Golden Gold spielen. Er will echt weiterspielen, ne? Er will auf die 50 Euro ein ganzes Spiel. Würde mich auch freuen, aber wird noch nicht einfach. A und C. Einmal A für Messi. Sehr interessantes und starkes Team, muss ich sagen, lieber Furkan.
Da ist er! Erstes Spiel und geht in meine Richtung. Der typische FIFA 19 Anschlussbug. Welcome to FIFA 19, ihr Sports in the Game. GG Furkan, tut mir leid. Ich hoffe, du bleibst aber weiterhin dieser Serie treu und wirst weiterhin zocken. So, dann let's go. Jäger, herzliche Gratulation. Schick mir bitte deine PSN-ID. Und die Frage für dich auch, weißt du, wie das Memory-Spiel funktioniert? A und D für die erste Runde, okay? Er nimmt A und D für die erste Runde. Das ist einmal, lol, einmal Theorie. Lustig, dass der jetzt da kommt. Und dann D für Theorie. So, du hast jetzt schon 10 Euro safe. Das heißt, egal was jetzt passiert, wenn du verlierst, wir spielen auf jeden Fall um 10 Euro in Golden Goal. Aber du kannst natürlich jetzt weiterspielen. Dann brauche ich auf jeden Fall 2 Buchstaben. Danke Tim, auf jeden Fall, dass du die Playlist reinhaust. Das sind auch schon Highlights vom nächsten Mal. Nikolas, du darfst nicht mitmachen. Jetzt ist nur der Jäger dran. Nikolas, du musst dir das erspielen, aufgrund, dass du die Frage richtig beantwortest oder gewaffelt wirst. C und D. Einmal Maldini für C und einmal Maldini für E. So, Jäger, du kannst jetzt sagen Stopp, dann spielen wir um 20 Euro, 45 Minuten eine Halbzeit. Und du musst natürlich führen zur Halbzeit. Oder du pokerst weiter. Oder du sagst, nö, 20 Euro sind schon gutes Geld, wir spielen um 20 Euro. Okay, er pokert weiter. Einmal A für Maldini. Und einmal C. Jetzt wären wir schon bei fix 30 Euro, wenn du beenden würdest, eine Halbzeit. 30 Euro für ein FIFA-Spiel ist schon mal nicht schlecht, ne? Wichtig, es wird jetzt immer schwieriger, ne? Ganz wichtig. Bei den 6 Karten sind jetzt nur noch 4 die gleichen. Oder du nimmst die 30 Euro und wir spielen. Man bekommt ein ganzes Spiel, ab 50 Euro bis 500 bekommt man ein ganzes Spiel. Vergiss nicht hier ein Gefällt mir für den heutigen Livestream dazulassen und ein Herz, damit ihr das Football zeigt und mir, dass euch die Serie gefällt. Ab 50 Euro. B und D. B und D. Einmal Theorie. Und einmal Maldini. Wow, auch ein sehr krasses Team. Holy shit. Okay.
Oh! Der erste Spieler, der gewinnt. Gut gemacht, sehr stark gespielt. Dass jetzt jemand rankommt, der schneller ist. Erik Welsch, Gratulation. Bitte deine BSN-ID hier in den Chat. Und die Frage auch an dich. Kennst du Spiel Memory? Puh, ich dachte schon, wir müssen nochmal losen. Bitte in Zukunft schneller, Jungs. Ich weiß nicht, was das so lange dauert. Einmal C und einmal E. Gratulation. Weiter geht's. Die nächsten zwei Buchstaben bitte, Erich. B und D. Gratulation! Wir können um 20 Euro schon spielen in einer Halbzeit und du musst führen in der Halbzeit oder du probierst dein Glück weiter und die Summe erhöht sich. Oder kannst du natürlich auch zurückführen auf 10 Euro Golden Goal. Ich werde auf jeden Fall intern das klären. Wir müssen hier eine Deadline setzen in Zukunft. Wir können da nicht einfach warten, kunterbunt gemischt oder so. Weil es ist wie eine TV-Show. Wir haben eine fixe Streaming-Zeit wegen Sponsoren und so. A und F. Gratulation, Erich. Du hast jetzt die Chance. Willst du um 30 Euro schon spielen? Es geht jetzt um 30 Euro. Du kannst sagen, ja, spiel mir 45 Minuten um 30 Euro. Oder du pokerst weiter. Lieber Erich, willst du spielen? Okay. Wir spielen also um 30 Euro 45 Minuten. Wow, auch ein sehr interessantes Team. Die Lutschpuppen. Kommt davor wie in der Weekly League. Eine Niederlage und plötzlich Serie ist da. Aber wir haben noch genügend Zeit. Aber schöne Flanke. Ganz wichtig. Bist du narrisch. Zweimal hintereinander eine Niederlage. Könnte das Geldbeutel von uns nicht verkraften. So, die Regie hat den lieben Semi Ledri Parker gelost. Semi Ledri Parki, wir spielen um 100 Euro, jetzt 90 Minuten im Stream. Und das Spiel wird auch auf YouTube kommen als Highlight. Es wird richtig schwitzig. Gib mir deine PS4-ID und lass mir es gemeinsam krachen. Ich hoffe, ich lasse es mir krachen. Viel Erfolg. Okay. Das Team ist nicht so gut wie die anderen Gegner zuvor. Aber ihr wisst, FIFA ist unberechenbar. Und da ist das wichtige 1:0 nach 11 Minuten. Oh mein Gott. What is this?
Holy shit. Ja, der hat 95 Schuss. Mario, du solltest mal noch die schwächeren Karten auch kennen. Dann hätte ich ihn nicht schießen lassen. 100 Euro Spiel, Jungs. Und da ist der zweite Treffer. Kopfballon hier heute, Mario. Ganz wichtig vor der Halbzeit. Wir wollen die 100 Euro nicht herschenken. Wir müssen uns in den Kampf widmen. Das kann der Torwart nur zugucken. Oh mein Gott. Egal, aber wichtig. Das wird's gewesen sein. Die 100 Euro bleiben bei uns im Bot. Normalerweise müsste man extrem diesen Teamunterschied merken. Ne? Merkst du gar nicht. Meine Karten sind genauso schlecht. Da muss jetzt schon ein Mirza-Comeback her. Sammy, da muss ein Mirza-Comeback her. Ob dir das gelingt? Mal gucken. Wir werden alles dafür geben, dass es nicht gelingt. Da ist das 4-1. Jetzt glaube ich, was es wirklich. In 10 Minuten 5 Tore. Also ich kann mich erinnern, bei der WM 2007, wo ich vierter Platz geworden bin bei der Weltmeisterschaft, habe ich im Halbfinale 2 Tore noch gekriegt, von Minute 80 bis Minute 90. Und dann habe ich richtig geweint, weil ich dann Spiel um Platz 3 gehabt habe und nicht ins Finale eingezogen bin. Passiert mir nicht nochmal. Ich wünsche den 4 Kandidaten jetzt viel Erfolg. Wir drücken auf Starten. Nicky Sanchez, was für ein Zufall, dass das schnellste beantwortet und auch jetzt der Waffel sagt, du bist jetzt dran. Ich glaube, du bist schon den ganzen Abend dabei und ich glaube, du weißt jetzt, wie das Memory-Spiel geht. In diesem Sinne, sag mir bitte 2 Buchstaben. Es raus, so, du sagst A und T. Einmal A für Messi und einmal E für Messi. So, bitte den nächsten Buchstaben, B und E. B und E. Einmal der Carlos. Interessantes Team, auf jeden Fall besser wie das vorige. Ganz stark gemacht, Gott sei Dank. GG, Bruder. GG, Niki, das war echt ein spannendes Spiel. Applaus für dich auf jeden Fall. So, meine lieben Leute, das war die Folge Nummer 3 von Das Duell Mario Visca powered by Dead's Football. Wir mussten das erste Mal leider uns geschlagen geben, war aber sehr verdient. Gratulation nochmal an die Gegner.
super Spielzug, geiles Team und im Schnitt auch 25 Siege aufwärts in der Weekend League. Da darf der liebe Mario auch schon mal verlieren. Glückwunsch zu deinem Geld. Gott sei Dank waren es nicht um 100 Euro oder um 30 Euro, sondern nur 10 Euro im Golden Goal. Weil du zocken wolltest, der war schon bei 30 Euro oben bei Memory und hat sich gedacht, nö, einer geht noch auf 50 Euro und dann ist er runtergeflogen auf 10. Gott sei Dank, weil er war wirklich stark und ich hoffe, dass ihr auf jeden Fall dem Gegner einen Daumen hoch da lässt und natürlich mir und der Serie und der Folge, dass ihr weiterhin diesen Content hier als Highlights-Video sehen wollt, aber natürlich auch weiterhin live auf Facebook und live auf Twitch. In der Linkbeschreibung sind die zwei Kanäle, wo ich eben live stream. Also checkt die Kanäle ab und vergisst natürlich nicht auf Instagram zu abonnieren, weil da werdet ihr jeden Tag von mir Stories sehen und ihr werdet mich nie vergessen. Ja, und sonst natürlich vergisst nicht, hier in den Kommentaren eure Meinung zu der Serie zu schreiben. Ihr wisst, eure Meinung ist mir wichtig. Vom letzten Video bis zum jetzigen Video haben wir natürlich schon was verbessert, wie zum Beispiel eben das Team einblenden. Wenn ihr weiterhin Feedback habt und Kritik, egal ob positiv oder negativ, einfach reinschmeißen. Ich werde versuchen, mich stets weiterzuentwickeln. Mit euch ist das machbar, nur durch euch werde ich stärker. Gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam kämpfen und siegen für die Zukunft. So, und sonst wünsche ich euch natürlich noch alles Gute, alles Liebe für heute. Und vergiss zu guter Letzt natürlich nicht, hier meinen YouTube-Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr in Zukunft gar nichts mehr von mir. Und ihr wisst, ich bin fleißig. Ich arbeite wirklich sehr hart dran, dass wir stets uns überall verbessern und viel Content für euch liefern. Weil ohne euch könnte ich das Ganze nicht machen. In diesem Sinne, danke für alles. Alles Gute, bye bye, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.